Weiter geht's. Willkommen zurück zu Tomb Raider 5, die Chronik, in dem Level der Galgenbaum. Im letzten Level, In der letzten Folge haben wir ein bisschen gehangen. Aber ich denk mal, jetzt habe ich schon die nächste Frage. Super. Ne, von hier kommen wir doch. Ich bin schon wieder verwirrt hier. Wirklich. Hier haben wir unsere Fackel gefunden. Ja. Und hier drin haben wir nichts gefunden. Oder? War doch so. Jetzt muss ich hier das nochmal alles abgucken, weil ich komplett gerade die Orientierung verloren habe. Habt euch doch bestimmt auch in der letzten Folge gedacht, was ist mit dem los? Der checkt ja heute mal gar nichts. Aber wirklich, am Anfang das übersehen, dann das vercheckt und jetzt hier wieder voll in die falsche Richtung gelaufen und das Medipack übersehen. Ja, die letzte Folge war ein bisschen fail, wenn ich mir das jetzt so überlege. Aber alles ist gut. Und solange wir weiterkommen, macht das ja nichts. Auf jeden Fall können wir hier unser Feuerchen anmachen. So. Und jetzt ist das Ganze doch schon viel heller und freundlicher. Hier ist nichts. Und das Gute ist, dass uns hier dieser Gnom nicht so auf die Nerven geht und hinterherläuft. Weil das hat mich total gestresst, dass der mir ständig auf den Fersen war. Und mich da so genervt hat. Ich glaube, hier müssen wir dann das Herz einsetzen. Von dieser Mumie da, oder von, also es war keine Mumie, aber von dem komischen Geschöpf da. Ich sag jetzt mal Geschöpf. Das Geschöpf am Galgenbaum. Aua. Egal. So, das ist hier ein kleines Labyrinth. Aber das ist noch das kleinere Labyrinth. Von dem Labyrinth, was in dem nächsten Level kommen wird. Haut ab, lasst mich in Ruhe. Oh no. Das war dumm. Das war jetzt dumm. Jetzt haben mich die ganzen Fledermäuse hier verrückt gemacht. Das ist ja nicht fair. Da laufen wir jetzt außen rum. Das lösen wir jetzt gar nicht erst aus, weil ich glaube, dann lösen wir auch die Fledermäuse nicht aus. Nein, wir lösen die Fledermäuse trotzdem aus. Na klasse. Was ist denn das jetzt hier überhaupt? Ist natürlich jetzt fail, dass jetzt hier die Musik kommt. Obwohl wir jetzt schon unten waren und gar nicht drüber gelaufen sind. Das ist unsere Rose Nummer 3. Das heißt, wir haben in diesem Level alle Rosen auf Anhieb gefunden. Wunderbar. Sehr gut. Das heißt, jetzt brauchen wir uns nicht mehr so doll konzentrieren, weil jetzt können wir nicht mehr so viel verlieren. Fackel brauchen wir noch. Genau. Und jetzt ganz vorsichtig hier wieder raus, Lara. Ganz vorsichtig. Gut gemacht. Ja, ich glaube, das nächste Level heißt nämlich das Labyrinth, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und jetzt sind schon wieder Fledermäuse da. Das gibt's doch gar nicht. Die Dinger nerven mich in diesem Level. Das ist nicht mehr normal. Und hier müssen wir das jetzt anzünden. Und ich glaube, dann brennt dieser Galgenbaum ab. Nee, das Herz kommt raus. Die Wurzeln brennen ab und daraus fällt das Herz. Und das, wenn ihr euch richtig erinnert, das ist das Secret Herz von Tomb Raider Custom Level. Geht wieder schlafen, alte Schlange. Sie ist nur ein Kind und sie wird eure Grenzen nicht überschreiten. Ebenso wenig, wie ihr die unsrigen überschreiten dürft. Komm her, falscher Prophet. Es ist leicht aus der Entfernung, tapfer zu sein. Hier bin ich, ihr widerlicher alter Wurm, und ich habe ein Geschenk für euch. Und wenn du bis zum jüngsten Gericht willst, du wirst trotzdem eine Woche länger brennen als der Rest der Welt. Eisen. Ich kenne keinen Dämon, den die Berührung von Eisen nicht verbrennt. Was steckte in dem Loch? In welchem? Ach, egal. Viel wichtiger ist, was suchst du hier? Nein, gib dir keine Mühe. Wir müssen das auf später verschieben.
Jetzt müssen wir dich erstmal in ein sicheres Versteck bringen bis zum Morgen. Mal vorausgesetzt, du bleibst an einem Ort. Ohne Dämonen, was? Naja, an diesem gottverlassenen Ort kann ich überhaupt nichts versprechen. Ich gehe voraus und leuchte und werde alle unliebsamen Gäste beseitigen. Sobald du draußen bist, geh zur Kapelle, hinter der Brücke. Wir treffen uns da wieder. Hätte ich fast vergessen. Lass dich nicht von merkwürdigen Wesen anquatschen, falls sich hier noch was rumtreibt, was bei meinen Fähigkeiten eigentlich nicht der Fall sein dürfte. Dann nimm Eisen, Mädchen. Benutze Eisen, um sie abzuwehren. Wir sehen uns oben. Halt die Ohren steif. Jo, alles klar. Eisen. Eisen gegen Dämonen und böse Geisterviecher. Ne, was ich hier noch sagen wollte. Dieses Herz. Hier ist übrigens unser Eisen, was wir dann später brauchen, zum Abwehren von den Dämonen und Gegnern. Das Herz, hier kennen wir aus Tomb Raider Custom Level der Fluch des Lazarus. Da waren das nämlich die Secret Herzen. Kommen hier aus Tomb Raider Chronik. Das wollte ich nur dazu ergänzen. So, und jetzt springen wir mal hier rein und gucken mal nach dem Monster, das nicht existiert. Also voll das Fake-Monsterloch. Okay. Ja, gehen wir halt mal dem Pfarrer hier hinterher und nehmen wir unseren Medipack mit. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Also wir sollen zur Tabelle, also was ist denn heute mit mir los? Wir sollen nicht zur Tabelle gehen, wir sollen zur Kapelle gehen, hat er gesagt. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir anfangs hergekommen sind. Jetzt glaube ich sogar, dass wir sogar von hierher gekommen sind. Also die letzten Folgen bin ich echt ein bisschen orientierungslos. Das muss ich jetzt wirklich mal feststellen. Egal, wir nehmen jetzt hier mal unseren Klöppel. Hallo? Benutzt Lara nicht. Ich wollte jetzt hier den Gnom damit abwehren, aber Lara möchte nicht. Dann lassen wir es halt. Wenn Lara keinen Bock hat. Und gehen zur Kapelle, wie der Pfarrer das gesagt hat. Und die ist doch, glaube ich, hier hinten, oder? Ich glaube schon. Aber eigentlich müssen wir doch wieder zurück und das Herz einsetzen. Ach so, können wir ja, indem wir hier wieder durchgehen. Genau. Also dem Level bin ich echt komplett orientierungslos. Fragt mich nicht warum, weil so komplex ist das ja überhaupt nicht. Aber ich bin trotzdem extrem orientierungslos. Egal. Das ist die Stelle, die ich hier gemeint habe. Genau. Und da müssen wir jetzt das Herz einsetzen. Hier oben. Genau. So, aus den Särgen kamen Gnome raus, alles klar. Jetzt haben wir hier 2, 3 oder 4 Gnome am Hals. Alles klar. Die sind jetzt etwas verwirrt, die Gnome, und aber die leben noch. Die haben nämlich den Eisenstab nicht abgekriegt. Haben wir den jetzt noch? Ne, haben wir nicht mehr. Dann können wir die ja mit einer Secret-Rose... Ne, das sind goldene Rosen.
und ich bin gegen Eisen allergisch und nicht gegen Gold. Oder ist Gold Eisen? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Edelmetall. Und deswegen, nee, Eisen ist was komplett anderes. Natürlich ist Gold kein Eisen. Also nicht, dass ihr jetzt hier denkt, ich habe wirklich gerade gedacht, Gold ist, könnte Eisen sein, aber es ist ein Metall, es ist ein Edelmetall und kein Eisen. Und mein Bruder wird mich jetzt umbringen, weil der Chemielaborant ist. Und ich habe einfach mal in diesem Level keine Ahnung von nix, keine Orientierung. Und ja, ich hoffe, dass das im nächsten Level sich bessert. Auf jeden Fall liegt hier schon mal ein großes Medipack, das finde ich mir jetzt mal sehr gut. Mal zur Abwechslung. Und ja. Hier können wir hoch. So. Ja, schön. Das neue Level. Und zwar Level Nummer 2 von 3 in diesem Abschnitt. Wie angekündigt, das Labyrinth. Wir sind jetzt in einer Kirche und haben einiges zu tun. Und auch hier gibt's komische Dinge. Alles klar. Das war ein Untoter. Oder ein Dämon oder sonst was. Ja, ein bisschen gruselig sind diese Level schon, muss ich jetzt mal zugeben. Und wenn ich so ein Kind... Oder wie alt ist denn Lara? 16 in diesem Spiel vielleicht? 16? 17? 18? Ich glaube 16 oder so. Ich glaube, die ist auf jeden Fall noch nicht volljährig. Und da hätte ich wirklich extrem Schiss, wenn ich Lara wäre. Vor allem, wenn mir da so ein Viech entgegenkommt. Aber Lara... hat sich ein bisschen erschrocken und jetzt ist wieder alles gut. Also die Lara ist schon eine Hatte. Schon immer gewesen. Ist sie schon immer gewesen. Das sind, glaube ich, so Druckschalter, die wir auch aus Tomb Raider 4 schon kennen. Das dürfte Weihwasser sein, aber damit können wir nichts anfangen, glaube ich. Und dann drücken wir die mal. Ich weiß nicht, ob wir da eine bestimmte Reihenfolge brauchen. Wir drücken die einfach mal jetzt in dieser Reihenfolge. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber wir machen einfach mal. Ich glaube, das war falsch. Probieren wir mal die ganz normale Reihenfolge von links nach rechts. Vielleicht geht das. Es gibt ja, glaube ich, nur... Wie viele Möglichkeiten gibt's? 6 Stück. 6 Kombinationen gibt's. 2 haben wir schon ausprobiert. Mitte, links, rechts. Dann machen wir Mitte, rechts, links. Und dann machen wir den Rest. Und irgendwas wird ja wohl richtig sein. Na, probieren wir es einfach mal. Jo. Alles klar. I. Das Level bleibt gruselig. Das I. Die erschrecken mich total. Und die kommen auf einmal überall her. Also das Level ist nett lustig. Wirklich nett. Habe ich da gespeichert gehabt jetzt? Ja. Wie kommt man denn an den Dingern vorbei? Hier rum. Oh, 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 aua. Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt heil dran vorbeikommt. Ja, an dem sind wir jetzt heil vorbeigekommen. Und hier laufen wir jetzt um die... Ne, hier kommt man gar nicht dran vorbei. Aua, Mist. Egal, wir nehmen jetzt ein kleines Medipack. Wir haben es ja überlebt. Ich hoffe, dass hier nicht mehr so komische
Dinger sind, aber ich glaube, das können wir mitnehmen. Das hier. Alles klar. Jetzt haben wir einen Knochenstaubsack gefunden. Und mit dem kann man auch irgendwas anstellen. Aber ich habe noch keine Ahnung was. Auf jeden Fall nehmen wir mal das Medipack mit. Das ist sinnvoll. So, die Tür hier ist zu. Und mit dieser Problematik hier befassen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, ciao.